Genug geschuftet. Manuela sieht sich die neue Gegend in ihrer Nachbarschaft an und beginnt schon mal zu träumen. So, als du noch mir gesagt hast, dass wir in einem Reihenhaus wohnen, habe ich mir das natürlich eigentlich so vorgestellt, wie das in Deutschland ist. Dass da ringsrum jetzt alles, dass da total viel Platz drum ist, auch für die Kinder natürlich gut, hätte ich natürlich gar nicht gedacht. Auch das hier finde ich wunderschön. Ich meine, das ist ja wirklich ein Haus schöner als das andere. Und es sind sogar welche zu verkaufen. Und wenn wir irgendwann uns das mal leisten können, dann würde ich auch gern so eins haben.